So, Leute, wir sind wahrscheinlich im Dezember. Das hier ist ein bisschen vorproduziert. Deshalb kann ich es euch nicht genau sagen. Ich hoffe, es ist Dezember. Ich hoffe, das habe ich bis dahin hinbekommen. Und ich hoffe, bis dahin hat sich nichts großartig an der Liste geändert. Ich möchte euch heute mein Deck-Tag in Anführungsstrichen zeigen zu Dragonlord Ojutai. Meinem Commander-Deck, was ich jetzt schon seit, etlichen Jahren spiele, liebe und mag. Das Deck hat eine Geschichte, die ignorieren wir jetzt erstmal. Schauen uns an, was kann Dragonlord Ojutai? Dragonlord Ojutai, unser Commander, ist ein 5-Mana, 5-4 fliegender Elder Dragon. Damit bleiben wir auch dem Elder Dragon Highlander ein bisschen, aber nur ein ganz klein bisschen treu. Des Weiteren hat die gute Hexproof, solange sie enttappt ist. Und immer wenn sie einem Gegner, einem Spieler, um genau zu sein, Kampfschaden zufügt, guckt ihr die obersten drei Karten eures Decks an. Nehmt eine Karte auf die Hand und den Rest legt ihr unter euer Deck. Diese Karte nennt sich Antizipizieren, glaube ich. Und genau das tut ihr jedes Mal, wenn ihr einen Gegner haut. Ich würde hier lieben gerne die Dragonlord Ojutai-Matte hinlegen. Habe ich aber leider nicht. Und man kriegt die nicht mehr. Nirgends mehr. Das seit Ewigkeiten nicht. Das kotzt mich so an. So, gucken wir uns das Deck an. Was kann das Deck rund um Dragonlord Ojutai? Ich fange mit dem langweiligsten Kram an. Das könnt ihr sonst ja skippen. Ihr seht unten in der Timeline auch schon. Das hier ist noch als Intro geflaggt. Dann kommt die Länder, dann kommen die Kreaturen und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann skippen, wenn euch irgendwas nicht interessiert. Ich würde euch empfehlen, alles durchzugucken, weil ich werde auch zu ganz viel Zeug ganz viel sagen. Zum Beispiel zu der Länderbasis. Ich bin es gewohnt, den dreckigsten, übelsten Commander-Bullshit zu spielen. Ich bin kein CEDH-Spieler mehr. Ich habe CEDH gespielt. Auch mit diesem Deck. Aber das ist für mich weiterhin mein Casual-Commander-Deck. Dementsprechend spiele ich starke Karten und halte mich an die Multiplayer-Bannliste im Commander. Aber ich habe dann doch ein ziemlich hohes Power-Level, glaube ich. So, gucken wir uns mal an. Wir haben ein Fetchland, Windswept Heath, sucht Wald oder Ebene raus. Hauptsächlich sucht es eine Ebene raus. Wir haben Polluted Delta. Ihr seht dann auch an diesem Artwork, dass ich das Deck immer mal wieder update, wenn ich mal eine coole neue Karte ziehe, aus dem Booster, auf den Openings oder ähnliches. Aber ich glaube, ich habe aktiv 2020... Ich glaube, 3 Matches mit diesem Deck gespielt. Und ich glaube, die sind alle 3 auf Kamera. So, gucken wir uns mal weiter an. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Flooded Strand. Also Polluted Delta sucht nach einer Insel oder Sumpf. Sucht eigentlich nur nach einer Insel. Flooded Strand sucht nach einer Ebene und einer Insel. Das ist das Wichtige. Was suchen wir damit? Wir suchen uns damit natürlich Dual Land sozusagen. Wir fangen mal an mit der Prairie Stream. Die sagt halt, kommt enttappt ins Spiel, wenn man 2 oder mehr Basic Lands kontrolliert. Wir spielen auch eine Menge Basic Lands, aber dazu kommen wir gleich. Natürlich das klassische Dual Land, einfach eine Tundra, macht halt blaues und weißes Mana. Der geheiligte Springbrunnen ist das Schockland. Man sieht auch hier auf einmal Deutsch mit drin, Full Art, Expedition, normal. Was ich gerade finden konnte, was ich gerade rumliegen hatte, wurde in dieses Deck gepackt. Und wenn ich irgendwas zum Beispiel mal finde oder mal einen geheiligten Springbrunnen in Englisch ziehen würde aus einem Booster, würde ich den natürlich austauschen. Aber deswegen bleibt der aktuell zum Beispiel Deutsch. Dann gucken wir uns weitere Dual Lands an. In Anführungsstrichen Dual Lands. Wir haben Sea of Clouds. Sea of Clouds kommt enttappt ins Spiel, wenn man 2 oder mehr Gegner hat. Im Multiplayer-Commander ist es nun mal Gott gegeben. Und deswegen haben wir hiermit auch eine Art Duel-Land. Dann haben wir ein Glacial Fortress. Das kommt enttappt ins Spiel, wenn wir eine Ebene oder eine Insel kontrollieren. Wie ich schon gesagt habe, wir spielen relativ viele Basics, auch Ebenen und Inseln. Und wir haben ja diese ganzen Duel-Lands hier drin, diese 3 Stück. Wodurch die halt so oder so meistens enttappt ins Spiel kommt. Dann haben wir ein Tempel der Erleuchtung. Der leuchtet tatsächlich auch und hat diese komische Fork. Naja, egal. Der kommt getappt ins Spiel und wenn er ins Spiel kommt, macht man Hellsicht 1. Dann haben wir Celestial Colonnade. Kommt getappt ins Spiel, tappen wir ein blaues oder weißes. Es ist 5 Mana bis Mannes Zuges, wird Celestial Colonnade zu einem 4-4 fliegenden Wachsamkeit, Kreatur, Elemental, blau-weiß gedönt. Dann haben wir Akkadar-Wüste. Tappen für ein farbloses oder tappen für ein blaues oder ein weißes. Sie fügt uns einen Schaden zu. Sogenanntes Painland. Dann haben wir Labyrinth des Heiligenscheins. Gott, ist da viel Deutsch drin. Tappen für ein farbloses oder tappen für ein weißes, wenn wir eine Insel kontrollieren, beziehungsweise tappen für ein blaues, wenn wir eine Ebene kontrollieren. Das heißt, es gibt uns immer genau das Mana, was wir gerade brauchen. Und natürlich der Befehlsturm. Man kriegt Mana für die Farbe der Commander. Auch hier praktisch ein blau-weißes Land dafür. So, gucken wir uns die anderen Länder an, die drin sind. Wir haben Castle Ventress. Es kommt enttappt ins Spiel, wenn wir eine Insel kontrollieren, tappen für ein blaues oder 4 Mana tappen Scry 2.
Dann habe ich für mich eines der wichtigsten Länder, Minamo School at Water's Edge, also Schule am Gestade heißt die in Deutsch. Tappen für ein blaues oder für blaues enttappen wir eine legendäre Kreatur. Zur Erinnerung, Ojutai hat so lange Hexproof, wie er enttappt ist. Wenn er getappt ist, hat er keinen Hexproof. Wir können ihn aber hiermit enttappen, um ihm wieder Hexproof zu geben. So eins der Trickländer, die wir haben. Dann haben wir eine Zufluchtstätte der Chor. Tappen für ein farbloses oder zwei Mana tappen, wir verhindern den Kampfschaden, der von einer angreifenden Kreatur unserer Wahl zugefügt wird. Wichtig hierbei ist, es ist eben nicht wie bei Maze of Ill, wo die Kreatur enttappt wird, weil ich mag das Enttappen nicht bei der Kreatur. Da zahle ich dann auch liebend gern Mana für. Für mich einfach der Klassiker im Commander, Weg nach Hause. Ich spiele keine Command, wo man den Commander zurück auf die Hand nehmen kann, aus der Commander-Zone, weil ich den überflüssig finde. Aber den Weg nach Hause finde ich ziemlich, ziemlich wichtig, weil im Commander wird so viel geklaut und übernommen und ne. Dann Scavenging Grounds. Wir haben nicht so viel Graveyard Hate. Ich dachte mir als Effektland mit der Desert, wir können die für zwei Mana tappen, opfern und alle Karten aus allen Friedhöfen exilen. Das ist schon nicht schlecht. Dann, wie immer, Strip Mine. Tappen für ein farbloses oder tappen, opfern, zerstören Land unserer Wahl. Ist halt, ja, Strip Mine. Gehört auch meiner Meinung nach in jedes Commander-Deck rein. Dann haben wir einen Turm des Reliquienschreins. Man hat keine maximalen Handkarten und das Ding tappt für ein farbloses. Ist tatsächlich normalerweise in den meisten Commandern irrelevant und viele spielen es, ohne dass es sinnvoll ist. In diesem Deck ist es super sinnvoll. Ich ende manchmal mit 20 Handkarten und weiß nicht, wohin damit. Da ist so ein Turm ganz nützlich. Und das letzte Land, bevor wir in die Basics gehen. Mikokoro, Mitte des Meeres. Tappen für ein farbloses oder zwei Mana tappen, jeder Spieler zieht eine Karte. Ich hatte eine Zeit lang den drin, wo man eine Karte zieht und dann rein abwirft. Die ist aber irrelevant. Es ist tatsächlich einfach irrelevant, was die Gegner ziehen. Wir wollen einfach nur eine weitere Karte ziehen können, um eben Control-Pieces zu finden, weil wir spielen hier ein Agro-Control-Deck. Da ist das Karte ziehen sehr, sehr gut. So, die lege ich mal nicht da oben hin. Ich spiele 7 Ebenen. Alle auf dem letzten Magic-Fest-Cycle, weil ich davon noch ein paar gewonnen habe. Und wir spielen 2, 4, 6, 8 Inseln. Auch die aus der Magic Fest Cycle. Gut, nachdem wir die Länder gemacht haben, kommen wir jetzt mal zu den Kreaturen. Sortiert sind die nach Mana-Kosten. Wir haben eine zweite Ojutai. Soul of Winter. 7 Mana, 5, 6 fliegend Wachsamkeit. Und immer wenn ein Drache, den wir kontrollieren, angreifen, können wir nicht dann permanentes von einem Gegner tappen. Und dieses enttappt nicht. Das tappt ganz oft Blocker aus dem Weg und kann eben dazu führen, dass der Gegner manche Strategien nicht fahren kann, weil ihm einfach die Karten dafür fehlen können. Und zwei Ojutais an Bord zu haben, ist einfach schön. Dann kommen wir zum nächsten Drachen. Kaiga the Tidestar. 6 Mana, 5 für ihn fliegend. Wenn der auf den Friedhof gelegt wird vom Spiel, kriegen wir die Kontrolle über eine Kreatur unserer Wahl. Wenn man den einen Dragon Spirit spielt, muss man auch den anderen spielen. Yosei, der Stern des Morgens. 6 Mana, 5 für ihn fliegend. Und wenn der stirbt, also vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, dann können wir 5 Permanente von einem Spieler unserer Wahl tappen. Und dieser Spieler übergeht jetzt in der Tappphase. Auch hier einfach ein Kontrollfakt. Greifst du mich an, machst du die Runde drauf auch nichts. Das funktioniert im Commander. Dann kommen wir zum nächsten Drachen. Steel Hellkite. 6 Mana, 5, 5 fliegend. Für 2 Mana kriegt der plus 1 plus 0. Und für X Mana zerstört er jedes Nichtland-Permanente mit Mana-Kosten von X, das ein Spieler kontrolliert, der in diesem Zug Schaden von Steel Hellkite bekommen hat. Kann man aber nur einmal pro Runde aktivieren. Dann eine meiner Lieblingskarten im Deck. Cataclysmic Gearhulk. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich habe so ein paar Softlocks in diesem Deck drin. Weil ich bin kein Kombo-Spieler im Commander, das habe ich mal probiert und auch mehrfach gespielt. Kann ich ganz gut, macht mir immer keinen Spaß. Und Hardlocks finde ich auch ganz, ganz schlimm im Commander. Aber so Softlocks finde ich irgendwie ein bisschen lustig und deswegen spiele ich halt Softlocks. Wir haben mit dem Cataclysmic Gearhulk eine Kreatur, die 5 Mana 4, 5 Wachsamkeit ist. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, sucht jeder Spieler ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment, einen Planeswalker aus und opfert den Rest seiner Permanenten. Wichtig hierbei, Non-Land Permanents. Ein normales Cataclysm, also die ganz normalen Mass-Land-Destruction, sind ja sehr, sehr unbeliebt auf Casual-Tables und deswegen habe ich mich für den Gearhulk damals entschieden und habe dann eine lustige Kombination mit dem rausgekriegt. Das legt hier mal ein bisschen runter, damit ich mich gleich dran erinnere. Dann kommen wir zu einer Rubrik an Karten, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind in diesem Deck. Angefangen mit Heliod, God of the Sun. Das ist ein 4-Mana, 5-6 unzerstörbarer Gott, der
solange die Devotion zu Weiß weniger als 5 ist, keine Kreatur ist. Der ist leider sehr, sehr oft eine Kreatur. Ich wünschte, er wäre es nicht. Und andere Kreaturen haben Wachsamkeit. Erinnere nochmal, Hexproof, kein Hexproof, Wachsamkeit wird nicht getappt, immer Hexproof. Wachsamkeit ist das, was wir auf Ojutai kriegen wollen. Deswegen ist der Gott ziemlich gut. Und für 4 Mana können wir einfach 2-1 Clerics entstehen lassen. Auch bei dem Castle Ventress, was ich hier in den Ländern ja schon gezeigt hatte, auch mit 4 Mana, das sind einfach Karten, die wir spielen, um Mana-Platz zu haben, wo wir einfach Mana reinpumpen können, wenn wir am Ende des Zuges, bevor wir dran sind, noch Mana übrig haben. Dann machen wir eben 2-1er oder Scryen oder machen andere Dinge. Dann die nächste Karte. Auch die gibt Wachsamkeit und hat Wachsamkeit. Das Loyal Unicorn. 4 Mana, 3-4 Wachsamkeit und hat Leutnant. Bedeutet, zu Beginn des Combats, wenn man den Commander kontrolliert, wird jeglicher Schaden der Kreaturen, die ihr kontrolliert, zugefügt wird, verhindert. Andere Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Auch hier, Ojutai, Wachsamkeit, beste Freunde. Und wenn sie dann noch keinen Kampfschaden kriegen kann von gegnerischen Blockern, umso besser. Und der letzte im Bunde ist der Angelic Field Marshal. 4 Mana, 3-3 fliegend und auch mit Leutnant. Und solange man seinen Commander kontrolliert, kriegt er +2/+2 und alle Kreaturen kriegen Wachsamkeit. Das ist schon ziemlich gut. Auch hier Wachsamkeit, sehr, sehr wichtig. Gut, da wir gerade eh bei Engeln sind, ich spiele eine Linvala, Keeper of Silence. 4 Mana, 3-4 fliegend und aktivierte Fähigkeiten von Kreaturen, die euer Gegner kontrollieren können, nicht aktiviert werden. Gerade gegen diese Aristocrats-Decks oder ähnliches oder auch viele gegen Zombie-Decks, manchmal gegen die Sliver-Decks, ist das ziemlich, ziemlich, ziemlich vorteilhaft, wenn die einfach nichts tun. Die freuen sich natürlich darüber nicht so sehr. Ebenfalls freuen die Leute sich nicht so sehr, wenn ich hier meinen obersten Schiedsmann Augustin den 4. spiele. Das ist so insgeheim der eigentliche Commander dieses Deck und es hat auch so ein kleines Sub-Theme, dieses Texas, beziehungsweise dieser Texas-Style. Oberster Schiedsmann Augustin der 4. ist für 4 Mana eine 2-3 Kreatur, der sagt, weiße Kreaturen, die man spielt, kosten 1 Mana weniger. Blaue Zauber, die man spielt, kosten 1 Mana weniger. Und generelle Zaubersprüche von einem Gegner kosten 1 Mana mehr. Das heißt, blau-weiße Zauber bei euch werden um 2 Mana günstiger und beim Gegner wird alles 1 Mana teurer. Und das ist halt auch gerade gegen so Storm oder eben dieses Play-Creature-Style, wo man dann einen Elfen in den nächsten scheint, ziemlich, ziemlich gut. So, da wir jetzt fast jeden Archetyp durchgenommen haben aus andere Control-Decks, hier haben wir noch unsere Karte gegen andere Control-Decks, 4 Mana, 3-4. Instants, Sorceries und Drachenzauber, die ihr kontrolliert, können nicht gekontert werden. Das ist schon ziemlich gut. Immer wenn man eine Instant oder Sorcery castet, von der Hand natürlich, und der die Zone angegriffen hat, kriegt die Karte Rebound. Auch richtig mächtig. Aber hauptsächlich ist er dafür da, damit unsere Sachen nicht gekontert werden können. Da manchmal die Gegner auch coolen Stuff haben, weil wir haben einen relativ viel Legendary hohen Count, aber da wir auch sehr viele Verzauberungen und Artefakte haben, die wir auch mehrfach spielen würden, wenn wir könnten, weil wir spielen Commander, spiele ich einen durchtriebenen Nachahmer. 4 Mana 0-0, man kann das zu einem bleibende Kopie einer bleibenden Karte werden lassen. Zumindest von einer Nicht-Land bleibende Karte im Endeffekt. Für mich eine sehr, sehr gute Klonkarte. Wenn nicht sogar die beste. Kommen wir dann zu dem Dreier-Slot. Da habe ich erstmal den Fate Spinner. Der Fate Spinner ist einfach so eine meiner Lieblingskarten und jeder muss die sich 3 bis 10 Mal durchlesen und ach, großartig. 3 Mana 1-2. Und zu Beginn von jeder gegnerischen Upkeep, also bevor sie ziehen, muss dieser Gegner entscheiden, ob er Draw Phase, Main Phase oder Combat Phase übergeht. Es ist schon, also entweder ziehst du nichts, du castest nicht oder legst keine Länder oder du haust nicht. Viele entscheiden sich für das Nicht-Hauen und das ist ja genau das, was wir wollen. Übrigens interessanterweise von RK Post. Dann haben wir auch den 2. Gott aus Ursprungstheros dabei. Thassa, God of the Seas. Thassa ist ein 3 Mana 5-5er unzerstörbarer Gott, der keine Kreatur ist, solange eure Devotion zu blau nicht mindestens 5 ist. Und zu Beginn des Versorgungssequenz könnt ihr es Cry 1 machen. Das heißt, die oberste Karte angucken, sie drunter dann drauflegen, wie ihr wollt. Für 2 Mana könnt ihr eine Kreatur, die ihr wollt, die ihr kontrolliert, unblockbar machen. Ojutai unblockbar, Beatdown. Also eure Gewinnstrategie ist tatsächlich entweder gegen die Gegner auf, weil ihr sie tot kontrolliert, oder ihr schlagt sie mit Ojutai einfach kaputt. So, um zuzuschlagen und auch wieder keinen Kampfschaden zu bekommen, spiele ich einen Rune-Tailed Kitsune-Azendant. In Deutsch heißt der Runenenschwanz. Ist ziemlich witzig. Und wenn man 30 oder mehr Leben hat, flippt er. Das ist im Commander meistens so. Und wenn er flippt, verhindert er allen Schaden, den eure Kreaturen bekommen würden. All Damage. Nicht Combat Damage oder Non-Combat, nein, All Damage. Das ist geil.
Das ist richtig, richtig cool. So, dann haben wir noch zur Verteidigung einen Gomasoer Wachposten. Drammener 1-3, fliegend Verteidiger und auf den kann kein Kampfschaden gehen. Also er verhindert einen Kampfschaden. Ist halt ganz interessant gegen sowas wie Voltron-Strategien oder ähnliches, wo es eben darum geht, immer mit einer Kreatur zu hauen, um den Gegner halt kaputt zu hauen. Im Endeffekt spielen wir selber auch eine Voltron-Strategie, aber das ist halt eine gute Karte gegen eine Voltron-Strategie. So, dann kommen wir zu dem kleinen Softlock. Hannah, der Navigator. 3 Mana 1-2 für 3 Mana Tappen bringt ihr ein Artefakt oder eine Verzauberung eurer Wahl aus eurem Friedhof zurück auf die Hand. Damit bringt ihr Cataclysmic Gearhulk zurück auf die Hand. Danach spielt ihr Cataclysmic Gearhulk. Ihr wählt Hannah als Kreatur und eine andere Karte als Artefakt. Damit geht der Cataclysmic Gearhulk. Wenn ihr dann wieder dran seid, nehmt ihr mit Hannah, indem ihr sie tappt, den Cataclysmic Gearhulk wieder auf die Hand. Könnt ihn wieder neu ausspielen. Das bedeutet, jeder Gegner muss auf einem Planeswalker, einer Kreatur, einem Enchantment und einem Artefakt rumarbeiten. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Gerade wenn ihr als Verzauberung noch irgendwie so einen Runenschwanz liegen habt und als Artefakt eben was anderes oder eine andere Verzauberung. Das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool als Softlock. So, dann haben wir Snapcaster Mage. Hier bin ich aktuell am Überlegen, ob ich den neuen Zendikar Rising Mage mal eine Chance gebe, aber ich glaube, es bleibt einfach der Snapcaster Mage. 2 Mana 2 ins Flash und wenn er ins Spielfeld kommt, kann er Instant oder Sorcery aus dem Friedhof Flashback kriegen. Gute Karte. So, wo wir gerade bei Zendikar Rising sind, ich habe aktuell einen Thieving Skydiver drin, einfach nur um den zu testen. 2 Mana 2 1 mit Kicker X und XX kann nicht 0 sein. Fliegend und wenn er ins Spielfeld kommt und gekickert wurde, kann man die Kontrolle über ein Artefakt Mana-Kosten X oder weniger bekommen. Wenn es eine Ausrüstung ist, wird die an den ausgerüstet. Das Interessante dabei ist, es geht eben nicht darum, dass der Thieving Skydiver das Spiel verlässt und dann das Artefakt zurückgeht. Nein, ihr behaltet einfach das Artefakt. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Ich hatte in dem Slot bis vor kurzem ein Gilded Drake drin. Einfach nur, weil ich den Gilded Drake verdammt gut finde und halt einen rumliegen hatte. Aber mittlerweile bin ich auf dem Skydiver, um den mal zu testen. So, das ist die letzte Kreatur. Die Kreaturenbasis, ihr habt es gesehen, wir haben oben ein paar Drachen. Wir haben in der Mitte ein paar Midrange-Unterstützer bzw. Hatebeers, also oder was man halt als Hatebeers benutzen kann, bezeichnen kann. Und am Ende ein paar Utility-Kreaturen. Dementsprechend gehen wir jetzt weiter zu den Verzauberungen. Bei den Verzauberungen werdet ihr schon merken, ich bin jemand, der vor Power nicht zurückschreckt. Deswegen bin ich auch manchmal nicht so beliebt bei Commander-Tischen. Aber es gibt auch Commander-Tische, die mich genau deshalb herzlich empfangen. Deswegen spiele ich hier schon mal eine Karte, die sehr große Kontroverse bereithält. Smothering Tithe. Smothering Tithe ist eine Verzauberung, die sagt, immer wenn ein Gegner eine Karte zieht und dieser Spieler nicht 2 Mana bezahlt, kreiert ihr einen Treasure-Token. Den könnt ihr tappen, opfern, um eine Mana mit der Farbe zu bekommen. Lotus Battle im Endeffekt. Und es kann gut passieren, dass ihr drankommt und auf einmal 3 Mana mehr die Runde habt. Weil niemand bezahlt das. Niemand möchte das bezahlen. Vor allem nicht, wenn ihr Karten noch teurer macht. Dann spiele ich Faith Feathers. Faith Feathers, 4 Mana, ist eine Verzauberung, die sagt, für Verzaubern permanent ist. Das Permanente kann keine aktivierten Fähigkeiten benutzen, es sind Mana-Abilities. Und wenn es eine Kreatur ist, kann sie weder angreifen noch blocken. Und ihr kriegt 4 Leben, wenn es ins Spiel kommt. Für Planeswalker gut, für Kreaturen gut, auch für Sachen, die nicht sterben dürfen gut und trotzdem eine aktivierte Fähigkeit haben. Das ist schon ziemlich gut. Schaltet leider keine Passiven aus. Dann haben wir Detention Sphere. Detention Sphere, eine super Karte gegen Tokens. 3 Mana Verzauberung, wenn sie ins Spielfeld kommt, dann könnt ihr eine Nichtland Permanentes, das nicht Detention Sphere heißt, nehmen und sie ins Exil schicken, solange wie die Detention Sphere eben im Spielfeld ist. Wenn die das Spielfeld verlässt, kommen die ganzen exilten Karten wieder. Gerade gegen Token-Strategien oder ähnliches, einfach eine ziemlich gute Removal. Und ansonsten könnt ihr damit einfach Dinge einfach mal wegsperren, die euch nerven. Apropos Dinge wegsperren, die euch nerven. Gespenstisches Gefängnis. Ich habe, oh Gott, ist die Karte dreckig. Ich habe bis vor kurzem in diesem Slot Propaganda gespielt, bis mir aufgefallen ist, hey, du hast zwar eine Menge blaue Karten und du kommst auch easy an blau ran, aber dein Weiß-Support ist manchmal nicht gegeben. Spiel doch lieber Gespenstisches Gefängnis. Und dementsprechend spiele ich jetzt mittlerweile Gespenstisches Gefängnis. Weiß-Support haben wir auch mit der nächsten Karte. Aura of Silence, 3 Mana Verzauberung. Die besagt, dass Artefakte und Verzauberungs, die eure Gegner spielen, nicht Target Opponent, sondern halt jeder Opponent, kosten 2 Mana mehr.
Das ist verdammt, verdammt gut, gerade gegen so Verzauberungs-Enchantment-Decks ist die ziemlich gut oder eben auch gegen diese Artefakt-Ursa-Geschisse-Decks. Und ihr könnt das Ding opfern, um Artefakte-Verzauberung zu zerstören, wenn es unbedingt sein muss. Die letzte Verzauberung, oh, ihr werdet mich hassen. Rhystic Study, 3-Mana-Verzauberung, die sagt, immer wenn ein Gegner einen Zauber spielt und er nicht eine Mana mehr bezahlt, dürft ihr eine Karte ziehen. Aura of Silence, mehr Mana zahlen. Smothering Tithe, mehr Mana bezahlen. Oberster Schiedsmann Augustin der Vierte, mehr Mana bezahlen. Irgendwann habt ihr genug Handkarten und genug Mana. So, wir hatten gerade eben die Möglichkeit, Karten eben keine Effekte wegzunehmen. Hiermit können wir zumindest Kreaturen die Effekte wegnehmen. Gut gegen Effekt-Commander, aber auch gut gegen tatsächlich andere Voltron-Decks. Ihr macht eine Kreatur mit dieser Verzauberung einfach zu einer 0-1 unzerstörbaren Insekt-Artefakt-Kreatur. Und das ist schon ziemlich, ziemlich strong. Der Flavortext mit unendlich machtlos. Passt meistens ganz gut. Die letzte Verzauberung ist wieder eine unterstützende Verzauberung. Brave the Sands. Mit Brave the Sands könnt ihr allen euren Kreaturen Wachsamkeit geben. Beziehungsweise sie kriegen Wachsamkeit. Und jede Kreatur kann insgesamt halt 2 Kreaturen blocken. Also eine zusätzliche Kreatur blocken. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Gerade wenn sie halt Wachsamkeit hat. Oder manchmal eben auch keinen Kampfschaden mehr kriegt. Ebenfalls Wachsamkeit gibt Always Watching. Das ist eine 3-Mana-Verzauberung, die sagt, Non-Token-Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen +1/+1 und Wachsamkeit. Ist im Endeffekt eine Anthem plus Wachsamkeit, weil die einzige Karte, die Tokens produzieren kann, ist, glaube ich, der Gott und dafür ist es irrelevant. Dementsprechend ist das schon eine ziemlich, ziemlich gute Verzauberung. Die letzte Verzauberung ist für mich fast schon eine Ausrüstung. Steel of the Godhead sagt, wir verzaubern eine Kreatur. Wenn sie weiß ist, sie ist weiß, kriegt die Kreatur Lifelink. Und wenn sie blau ist, sie ist blau. Kriegt die Kreatur Unblockbarkeit. Das ist verdammt stark und macht das Deck halt auch oftmals sehr, sehr gut. So, bei den Artefakten gehe ich genau andersrum. Ich fange bei den 0-Mana-Artefakten an und gehe dann höher. Wir haben eine Mana-Krypt. Ja, ist halt eine Mana-Krypt. 0-Mana-Artefakt, tappen für 2 Farblose. Und zu Beginn des Versorgungsmoments werft ihr eine Münze. Und wenn ihr den Münzwurf verliert, dann kriegt ihr 3 Schaden. Das hätte ich auch vorher wegräumen können. Dazu haben wir dann natürlich, weil wer A sagt, muss auch meiner Meinung nach B sagen, einen Soul Ring. Soul Ring, 1-Mana-Artefakt, tappen für 2 Mana. Ende der Geschichte. Diese beiden Karten sind sehr, sehr unbeliebt. Und es gibt sogar Commander-Runden, die explizit diese beiden Karten rausnehmen. Dann haben wir eine Expedition-Map. 1-Mana-Artefakt, 2-Mana tappen, opfern und ihr könnt euer Deck nach irgendeinem Land durchsuchen, das auf die Hand nehmen. Das ist halt ziemlich wichtig für die Schule am Gestade oder die anderen Effektländer, die wir haben, aber hauptsächlich für die Schule am Gestade, um eben Wachsamkeit für unsere rote Steine zu bekommen. Manchmal findet damit man auch Graveyard Hate oder Land Destruction, aber meistens ist das Schule am Gestade, die man damit findet. So, die nächste 1-Mana-Karte ist eine Ausrüstung, ist der Shadow Spear. 1-Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt Trample Lifelink. Trample kann ohne Scheiß sowieso gut gebrauchen. Und für 1-Mana können Permanenten von eurem Gegner keinen Hexproof oder eine Zerstörbarkeit mehr haben. Also sie verlieren es bis zum Ende des Zuges. Weil wir wollen ja auch irgendwie mal da durchkommen. Und für 2-Mana zum Ausrüsten. So, dann haben wir wieder Mana, das Arkan-Signet. 2-Mana könnt ihr tappen für 1-Mana für Blaues oder Weißes. Das ist einfach eine saugute Karte im Commander. Dann haben wir Thaumatic Compass. Ich habe jahrelang in diesem Slot einen Segeldrachen des Reisenden gespielt. Und der Segeldrachen des Reisenden und die Thaumatic Compass sind erstmal genau dasselbe. Sie sagen für 2-Mana ein Artefakt, das für 3-Mana tappen euer Deck nach dem Standardland durchsucht und auf die Hand gibt. Danach mischt ihr euer Deck. Der Nachteil am Segeldrachen des Reisenden ist ganz einfach, dass er einfach im Late Game nichts mehr tut. Diese Karte hingegen sagt, zu Beginn des Endsteps, wenn ihr 7 oder mehr Länder habt, könnt ihr das Ding transformieren. Dann wird es zu einem Land. Dieses Land tappt für ein farbloses oder kann eben mal wieder eine angreifende Kreatur enttappen und sie aus dem Combat entfernen. Also wir haben damit praktisch noch die Möglichkeit im Late Game einfach ein Maze of Ith, was auch noch Mana macht, zu kreieren. Super, super stronge Karte. Wird meiner Meinung nach viel zu wenig gespielt im Commander. Dann haben wir wieder eine 2-Mana-Ausrüstung. Diese Ausrüstung für 2-Mana zum Equippen sagt, die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 für jede Farbe, die ihr unter Permanenten kontrolliert. In diesem Fall meistens 2. Und solange sie ausgerüstet ist an irgendeine Kreatur, kann der Gegner keine Zauber in eurer Runde spielen. Das schützt die Ojutai ziemlich gut. Und wenn der Gegner dann versucht, irgendwas bei euch im Combat zu machen oder ähnliches, das geht halt einfach nicht. Dann haben wir eine chromatische Laterne, weil wir haben zwar eine Menge buntes Mana, aber wir haben auch eine Menge Basics. Und das bunte Mana
brauchen wir. Deswegen haben wir einen 3-Mana-Stein, der Mana beliebiger Farbe macht und sagt, dass unsere Länder auch Mana beliebiger Farbe machen. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Dann haben wir wieder eine Ausrüstung, das Schwert aus Schmaus und Hunger. Das ist eine 3-Mana-Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+2, Schutz vor Schwarz und vor Grün. Meiner Meinung nach die beiden besten Farben im Commander. Und wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zugefügt hat, wirft dieser Spieler eine Karte ab. Das ist meistens irrelevant. Aber ihr enttappt alle eure Länder. Das ist soweit mal ganz nett, wenn man die einfach mal von der Top hat. Man hat die Ozeanteile schon liegen, man weiß, man kommt fest durch. Es kann nichts großartig passieren. Dann spielt man das Schwert, equippt es, haut jemanden und enttappt alle seine Länder und hat dann immer noch Mana für seine Kontrollschiene offen. Sehr, sehr gute Karte, gerade für die Länderenttapperei. Und dann der erste Teil eines weiteren Softlocks, der auch schon auf YouTube zu sehen war. Definyrals. Oh Gott, dieser Name. Wunderscheibe. 4-Mana-Artefakt. Kommt getappt ins Spiel. 1-Mana-Tappen. Ihr zerstört alle Artefakte, Kreaturen und Verzauberungen. Diese Karte hat einen Fehler. Dieser Fehler sagt, ihr müsst sie beim Tappen nicht opfern. Wie wir diesen Fehler exploiten? Ziemlich einfach. Indem wir lang genug uns verteidigen und eine Elspeth Knight Errant legt. 4-Mana Planeswalker, der mit 4 Marken reinkommt, +1, ihr kriegt einen weißen Soldaten, +1, ihr kriegt eine Kreatur, +3/+3, fliegend bis zum Ende des Zuges. Und -8, ihr kriegt ein Emblem, das sagt, alle eure Artefakte, Kreaturen und Verzauberungen und Länder sind unzerstörbar. Boom. Okay, ich bin dran. Boom. Okay, ich bin dran. Boom. Ja, lassen wir das. Gucken wir uns lieber die anderen Planeswalker an. Wir spielen den besten Planeswalker, der jemals designt wurde. Nein, nicht Oko. Jace the Mind Sculpture. 4-Mana. Planeswalker für 3 Marken kommt er rein. +2, ihr guckt euch die oberste Karte von einem Deck eures Gegners an. Von einem Spieler sogar. Ich nehme meistens mich selber. Und ihr könnt sie runterlegen. Für 0 könnt ihr 3 Karten ziehen und 2 aus eurer Hand wieder oben drauflegen. Also ein Brainstorm durchführen. Das ist im Commander nicht ganz so wichtig. Aber kann eben doch mal passieren, dass man sein Deck doch mal mit diesem Deck mischt. Und dann will man das schon haben. -1 ist, glaube ich, der häufigst eingesetzte Effekt von mir. Ich bringe eine Kreatur zurück auf die Hand. Und -12, ihr exilt alle Karten von einem Spieler eurer Wahl aus dem Deck, mischt seine Hand und legt sie als Deck hin. Das habe ich noch nie gemacht. Dann kommen wir zu dem argumentativ besten Planeswalker, der jemals im Commander gedruckt wurde. Tamio, the Moonsage, 5-Mana, 4 Marken, +1. Ihr tappt ein permanentes und das enttappt nicht während des nächsten Enttappsegments. -2, ihr zieht eine Karte für jede getappte Kreatur, die einen Spieler eurer Wahl kontrolliert. Das ist ziemlich strong, wenn ihr gegen einen Token-Spieler spielt, der jetzt gerade den Spieler links von euch angegriffen hat und mit 5-6 getappten Kreaturen da sitzt, dann zieht ihr mit 5 Mana 5 Karten oder sogar mehr. Und -8, das hatte ich auch schon, das ist schon ziemlich, ziemlich dämlich. Ihr kriegt ein Emblem, das sagt, ihr habt keinen Maximum Handsize. Und immer wenn ihr eine Karte von irgendwoher auf den Friedhof legen würdet, wird sie stattdessen sogar auf die Hand genommen. Das bedeutet, ihr habt Infinite Counterspells zum Beispiel. Das ist schon ziemlich doof. Dann einfach nur eine Karte, die schon so manchen anderen Kontrollspieler oder Planeswalker-Spieler, Best Friends, Commander-Spieler aus dem Rennen geworfen hat. Narset, die Erleuchtende, 4-Mana, 6 Marken, +1. Ihr schaut euch die oberste Karte aus Decks an. Falls es keine Länderkarte und keine Kreaturenkarte ist, könnt ihr sie auf dem Vorzeigen auf die Hand nehmen. -2. Wenn ihr in eurem Zug die nächste Spontanzauberkarte oder Hexereikarte spielt, aus der Hand natürlich, bekommt sie Abprall. Das heißt, sie wird nicht hingelegt, wieder reingelegt. Auch hier wieder Abprall. -9, ihr erhaltet ein Emblem, das sagt, eure Gegner können keine Nicht-Kreaturen-Zaubersprüche mehr casten. Da ist nichts mehr mit Wrath of God, da ist nichts mehr mit anderen Planeswalkern, da ist einfach nur noch fetter Beatdown und das kriegt ihr meistens unter Kontrolle. Außerdem fand ich es ganz lustig, Narset und Ojutai in dasselbe Deck zu tun, weil die haben ja auch schon eine sehr, sehr coole Story zusammen. So, dann kommen wir zum nächsten Planeswalker. Ja, ich spiele eine Menge Planeswalker. Dovin Bahn. 4-Mana, kommt mit 3 Marken rein, +1. Bis zum nächsten Zug kriegt eine Kreatur -3/-0 und kann seine aktivierten Fähigkeiten nicht benutzen. Auch hier kann man eben bestimmte Effektkreaturen einfach mal abschalten bis zum nächsten Zug und das ist manchmal schon ziemlich wichtig. Dovin hat auch den coolen Passus, dass ihr jetzt bei Leben ziehen, dass ihr zwei Leben kriegen könnt und eine Karte ziehen könnt. Bei -7 kriegt ihr ein Emblem, was besagt, eure Gegner können nicht mehr als 2 Permanente pro Upkeep enttappen. Ich habe hier vorher den Dovin drin gehabt, Hand of irgendwas. Der sagte, Instant Sorceries bei den Gegnern kosten 1 Mana mehr. Der hat es leider nicht so sehr gebracht. Deswegen probiere ich diesen Dovin aus. Das ist tatsächlich einer der wenigen Flexspots, die ich in diesem Deck noch habe, die ich noch nicht perfekt ausgefüllt habe. Und der muss ich erst noch beweisen. Wer sich bewiesen hat, oh, diese Überleitung, ist Gideon Blackblade. 3 Mana, 4 Marken,
Solange es euer Zug ist, ist der eine 4-4 unzerstörbare Kreatur, der immer noch ein Planeswalker ist und keinen Schaden zu bekommen, zumindest während eures Zuges. Plus 1, eine Kreatur eurer Wahl kriegt Wachsamkeit, Lifelink oder Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist ganz cool, wenn ihr schon Lifelink habt. Das ist ganz cool, wenn ihr schon Wachsamkeit habt, dann könnt ihr Lifelink geben oder Unzerstörbarkeit. Im Durchschnitt gebt ihr damit aber Wachsamkeit. Das ist im Endeffekt nur eine Verzauberung, die Ojo-Typers Wachsamkeit gibt. Mit minus 6 könnt ihr ein Nichtland permanentes exilieren. Das habe ich, glaube ich, auch bisher nur ein oder zwei Mal gemacht. Aber man kann es. Und das ist schon alles, was man sehen muss. Weil mir wurde mal gesagt, haben es besser als brauchen. Dann sind wir mit den Artefakten und den Planeswalkern durch. Kommen wir zum Endspurt. Als allererstes gehe ich mal auf die Hexereien ein. Bei den Hexereien spiele ich einen Wrath of God. 4 Mana, zerstöre alle Kreaturen, sie können nicht regeneriert werden. Und ein Supreme Verdict. Zwei weiße, ein blaues, ein farbloses, zerstöre alle Kreaturen, das hier kann nicht gekontert werden, weil man muss ja auch irgendwie das Board leer bekommen. Und man hat selber ja selten Kreaturen auf dem Board und kann sich deshalb meistens wieder davon sehr gut erholen. Wenn man dann doch mal eine Kreatur verliert, kann man eben Gedenke der Gefallenen spielen. Das ist eine 3-Mana-Hexerei, die sagt, ihr könnt entweder eine Kreaturenkarte und oder eine Artefaktkarte aus eurem Friedhofszug auf die Hand nehmen. Wenn ihr euch zum Beispiel nochmal die Map benutzen müsst oder ihr halt irgendwelche Artefakte zerstört bekommen habt, könnt ihr die damit wiederholen. Und gerade für die Kreaturenkarten ist es sehr, sehr wichtig, weil wir haben nun mal ein paar ziemliche Hate-Beers, die auch ziemlich vom Feld weggehatet werden. Dann haben wir die Instants, das ist auch die letzte Kategorie. Wir haben ganz vorne Dig Through Time. 2 blaue, 6 farblose, Instant mit Delve. Also ihr könnt Karten aus eurem Friedhof exilen, um farbloses Mana von der Karte runterzunehmen. Und danach guckt ihr euch die obersten 7 Karten eures Decks an, nehmt 2 Karten davon auf die Hand und den Rest unters Deck. Da wir nicht so viel mit unserem Friedhof spielen und doch sehr, sehr großen Friedhof haben und wir leider keinen blau-weißen Titan bekommen hätten, Gott, wäre Uro cool als blau-weiß, haben wir nun mal mit Dig Through Time eine Möglichkeit, unserem Friedhof ein bisschen rumzuwursteln. Dann haben wir eine Karte, wo ich aktuell überlege, die neue Karte für reinzunehmen, und zwar Force of Will. 5 Mana, Spontanzauber, der sagt, Counter-Target-Spell, und statt die Mana-Kosten zu bezahlen, kann man auch eine blaue Karte aus der Hand removen und ein Leben bezahlen. Das ist so die ikonische Karte, wenn es um Legacy geht, deshalb musste ich sie einfach auch im Commander spielen. Allerdings gibt es nun mal mittlerweile schon coolere Commander-Counter und deshalb bin ich am Überlegen, die auszutauschen, aber ich weiß es noch nicht. Dann kommen wir von 5 Mana direkt, also von 8 auf 5 Mana auf 3 Mana. Zenit der blauen Sonne, 3 blaues und X. Ein Spieler eurer Wahl zieht X Karten. Mischt den Zenit der blauen Sonne in euer Deck. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Gerade weil ihr auch am Ende des Zuges einfach mal 5 Karten ziehen könnt, euren Zug gehen könnt und weiterspielen könnt. Ich habe damit auch schon Leute, die versucht haben zu kombonieren, indem sie ihr Deck weggeschmissen haben und dann Tassas Orakel gespielt haben. Auf das Tassas Orakel so ein Zenit der blauen Sonne für zieh mal eine Karte gemacht. Das fanden die gar nicht witzig. Dann eine der neueren Karten, Leadership Vakuum. 3 Mana Instant. Ein Spieler eurer Wahl bringt alle Commander zurück in die Commander-Zone vom Feld halt. Das ist ziemlich mächtig, gerade wenn ein paar Commander sich bei jemandem geklatscht haben. Ich habe damit auch schon 2 oder 3 Commander bekommen, wo er sagte, ich nehme mal deinen Commander und grab mir mal deinen Commander und dann versuche ich alle mit euren eigenen Commander zu schwingen und dann waren die halt alle in der Commander-Zone. Das ist schon ganz gut und ihr zieht noch eine Karte dabei. Interessant ist dabei halt auch, dass die Commander-Tags dabei halt steigen. Deswegen ist das schon ein ziemlich guter Removal im Endeffekt. Dann haben wir nochmal einen Counter, Zauber zerknittern. Mein Lieblings-Counter in Commander. 2 blau und ein farbloses, ihr neutralisiert einen Zauberspruch eurer Wahl. Wenn er gekontert wird, der Zauber, dann legt ihr den Zauber und Zauber zerknittern unter euer Deck. Großartig, ihr habt einfach Infinite-Counters damit. Und theoretisch Infinite-Deckkarten, solange die Gegner Karten spielen. Ein weiterer Counter, den ich sehr, sehr lieben gelernt habe, ist Disallow. 2 blaue, ein farbloses. Ihr countert einen Zauber, eine aktivierte Fähigkeit oder eine ausgelöste Fähigkeit. Mana-Fähigkeiten können nicht gekontert werden natürlich. Richtig, richtig guter Konter, einfach weil es noch ein Stiffle mit drin ist und für 3 Mana ziemlich fair. Es gibt davon jetzt mittlerweile auch so ein 6 Mana-Ding, was viele Leute hypen, wo ich mir denke, 6 Mana? Nee, einfach nee. Dann für 3 Mana spiele ich auch noch eine Opfergabe. 3 Mana, Spontanzauber, ein Besitzer einer bleibenden Karte eurer Wahl, die kein Land ist, mischt diese in die Bibliothek und zieht dann 2 Karten. Damit kann man seine eigenen Karten safen, damit kann man mal 2 Karten ziehen, indem man einfach eine nutzlose Karte wegmischt. Oder damit kann man eben auch den Gegner dazu bringen, der dann endlich seine Keykarte gefunden hat, sie wieder ins Deck zu mischen und wieder darauf zu warten und sie wieder zu suchen. Früher konnte man damit auch Commander entfernen, das geht leider nicht mehr. Auch als Removal gedacht,
Genorious Gift. Ist halt ein Beast Within. Ich habe in jedem grünen Commander Beast Within gespielt. Warum soll ich nicht in Ojutai einen Genorious Gift spielen? 3 Mana, Instant, ihr zerstört ein Permanentes. Der Beherrscher kriegt einen 3-3 Elefanten. Man könnte auch Länder zerstören, Artefakte, Verzauberungen, Kreaturen, alles. Gute Dinge. Mono-gute Dinge, wurden mir immer gesagt. Dann spiele ich noch einen Counter, den Mana Drain. Das ist, glaube ich, dann noch der letzte Counter, den ich spiele, ja. 2 blaue, ihr countert einen Zauber. Und zu Beginn der nächsten Mainstep kriegt ihr X Mana, farblose. Und bei X die Mana-Kosten der Karte sind, die ihr countert habt. Also wenn ihr einen 3-Mana-Spell countert, kriegt ihr 3 Mana. Ja, das ist halt besser als ein Counterspell, sonst würde ich hier ein Counterspell spielen. Die nächste umstrittene Karte wahrscheinlich ist Rift des Sturmtiefs, Cyclone Riften. 2 Mana Spontanzauber, ihr bringt eine bleibende Karte, die kein Land ist, die ihr nicht kontrolliert, zurück auf die Hand. Für 7 Mana ersetzt ihr das Wort deiner Wahl durch jede. Dann steht für 7 Mana drauf, bringe jede bleibende Karte, die kein Land ist und die man nicht kontrolliert, zurück auf die Hand ihres Besitzers. Das ist schon 7 Mana, End of Turn, ich remove mal das ganze Board auf eure Hand und dann gehe ich meinen Zug und habe mein Board noch und boxe euch alle kaputt. Auch ein Bounce Spell, Azuring Truth, ja, ist halt gegen Token gut, gegen Voltron ist gut, das ist gegen Verzauberungs-, also gegen diese ganzen, ich verzauber meine Kreatur bis ins Unendliche gut. Und es kann auch mal eine Runde einfach mal wie ein Nebel funktionieren, weil man einfach von der einen Kreatur keinen Schaden kriegt. Das ist halt ein Bounce-Spell. Bounce-Spells sind nie verkehrt. Dann habe ich noch 2 Tutoren drin. Ich spiele einmal einen mystischen Lehrmeister. Für ein blaues könnt ihr euer Deck nach einem Spontanzauber oder einer Hexerei durchsuchen und sie oben aufs Deck legen. Vorher solltet ihr euer Deck gemischt haben, weil es steht auf der Karte drauf. Also ihr mischt euer Deck und legt die Karte oben drauf. Damit zieht ihr die Karte nächste Runde. Mit Spontanzauber ist das ganz cool. Ihr könnt zum Beispiel auf den Ojutai-Trigger mit, ihr guckt euch die obersten 3 an, zieht dann eine Karte und spielt dann weiter. Könnt ihr auch einfach diese Karte spielen und euch dann raussuchen, was ihr zieht. Ebenfalls raussuchen, was man zieht, macht dieser erleuchtete Lehrmeister für ein weißes durchsuchte Bibliothek ein Artefakt. Oder Verzauberungskarte, zeigt sie auf dem Vor und legt sie halt oben drauf, nachdem ihr euer Deck gemischt habt. Auch hier könnt ihr eben relativ viel mit anfangen. Der mystische Lehrmeister bringt halt eher so Counterspells und Removal oben aufs Deck. Der erleuchtete Lehrmeister eben eher diese Ausrüstung bzw. Verzauberungen, die Wachsamkeit geben. Dann habe ich noch 2 Removal. Einmal den Path to Exile. Damit können wir halt eine Kreatur ganz zum Spiel entfernen. Und der Beherrscher darf ein Standardland getappt ins Spiel bringen. Das ist halt, manche Kreaturen, manche Kombos kann man nur so unterbrechen. Und deshalb spiele ich von dieser Karte praktisch 2, weil ich spiele noch ein Swords to Plowshares. Lebenspunkte sind im Commander relativ uninteressant, gerade wenn man über Commander Damage gewinnt. Und deswegen können wir auch eine Kreatur exilen und dem Gegner Leben dafür geben. Soviel zu Ojutai. Ich würde sagen, ich mache nur einen Roundup, weil das ja eh ein ziemlich langes Deck-Tag ist. Und wir sehen uns gleich wieder. So, kommen wir zum Talk über Dragonlord Ojutai. Ich liebe die Karte einfach. Ich finde sie unglaublich schön. Ich finde sie unglaublich stark. Sie macht mega Spaß zu spielen. Das ganze Deck begleitet mich nun jetzt schon ziemlich lange. Und es macht mir immer noch Spaß. Es wird immer wieder angepasst. Es ist ein sehr cooles Deck. Wie gesagt, ich habe damit auch sehr, sehr viel Geschichte gemacht. Und die werde ich auch nicht vergessen. Und deswegen ist das Deck wirklich so eine Herzensangelegenheit. Zusätzlich dazu, dass ich den Spielstil sehr mag, weil man auf der einen Seite so Softlocks spielen kann, auf der anderen Seite eben über Verzauberungen, Beatdown im Commander was machen kann und wirklich über Commander-Damage auch gewinnen kann. Wohingegen man halt trotzdem mit solchen Karten wie Runenschwanz, Castle Ventress einfach optionale Karten hat, die einfach unterstützend einfach wirken. Man hat immer den Vorteil, dass man mit seinem Mana irgendwas machen kann, ob es Hanna ist, Heliod, Castle Ventress oder andere Karten. Man hat immer was zu tun. Das ist nicht so, dass man sagt, ich halte meinen Mana offen, okay, dann gehe ich meinen Zug und es passiert einfach nichts. Das passiert halt nicht. Ihr habt ein sehr aggressives Deck. Ihr haut im Meter einmal ins Gesicht, während eure Backrow einfach aus mächtigen Planeswalkern, Göttern, Counterspells und eben anderen Verzauberungen besteht, welche einfach unglaublich das Deck vorantreiben. Ihr habt immer was zu tun. Es ist einfach, ich finde das Deck einfach großartig. Es ist proaktiv, das heißt, ihr spielt die ganze Zeit aggressiv. Ihr müsst euch halt verteidigen, weil ihr seht auf dem Board wie eine Threat aus und die Gegner werden alles dafür setzen, euch aus dem Spiel rauszuhauen. Wenn sie das aber nicht schaffen, überrennt ihr früher oder später jeden Gegner, weil ihr zieht pro Runde 2 bis 3 bis 4 Karten und das über eine coole Art und Weise, weil ihr nicht einfach nur Karte zieht, sondern ihr könnt euch meistens sogar aussuchen, welche Karten ihr zieht und welche Karten ihr nehmt. Und das macht das Deck schon richtig, richtig, richtig cool. Ich mag das Deck und ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.